Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, die unterbrochene Sitzung wird fortgesetzt, die Unterbrechung wird aufgehoben. Und damit kommen wir zu Tagesordnungspunkt 22. Das ist die Mitteilung gemäß Artikel 101 Absatz 2 der Hessischen Verfassung über die Ernennung der Ministerinnen und der Minister. Und ich darf Herrn Ministerpräsidenten Bouffier das Wort zur Mitteilung über die Ernennung erteilen. Bitte schön, Herr Ministerpräsident. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich Ihnen die Mitteilung gemäß der Verfassung mache, wen ich zu Staatsministerinnen und Staatsminister ernannt habe, gestatten Sie mir noch ein kurzes Wort des Dankes und der Anerkennung an diejenigen Kollegen, die... Herr Rudolph, was ist? Okay. Ja, ich würde bitten, dass wir die Kamera dann entfernen. Okay. Ich möchte hier... Herr Ministerpräsident, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Also, bevor ich Ihnen mitteile, wen ich zu Staatsministerinnen und Staatsministern ernannt habe, möchte ich die Gelegenheit nehmen, hier vor dem Landtag denjenigen Kollegen, die ausgeschieden sind aus dem Kabinett, und denjenigen Herren, die ausgeschieden sind aus der Landesregierung, herzlich Danke zu sagen. Es handelt sich zum einen um Herrn Staatsminister AD Stefan Grüttner. Stefan Grüttner war fast 16 Jahre Staatsminister des Landes Hessen, zunächst in seiner Funktion als Chef der Staatskanzlei und dann als Sozialminister und hessischer Sozialminister und für Integration. Stefan Grüttner hat sein Amt mit außergewöhnlichem Engagement und großem Erfolg wahrgenommen. Er hat sich große Verdienste um unser Land erworben und hohes Ansehen weit über die Grenzen unseres Landes erworben. Ich danke im Namen des Landes Hessen und ich könnte mir vorstellen, auch im Namen des Hessischen Landtages, Herrn Kollegen Grüttner, wünsche ihm für seinen weiteren Lebensweg alles Gute. Ich möchte ebenso Herrn Staatsminister AD Rhein für seine 10-jährige Arbeit in der Hessischen Landesregierung sehr herzlich danken. Herr Kollege Rhein war zunächst als Staatssekretär im Innenministerium, dann als hessischer Minister des Innern und für Sport und dann als hessischer Minister für Wissenschaft und Kunst Mitglied des Kabinetts. Herr Kollege Rhein hat jetzt, und ich bitte um Nachsicht, ich muss es so rum machen, Herr Präsident, eine neue große Aufgabe wahrgenommen und bleibt Mitglied dieses Hauses und uns natürlich in besonderer Weise verbunden. Ich möchte trotzdem Gelegenheit nehmen, ihm für seine Arbeit und für sein Engagement im Namen des Landes Hessen und für alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zu danken und ihm für seine zukünftige Amtsführung alles Gute zu wünschen. Ich möchte mich bedanken bei den Herren Staatssekretären Dr. Wolfgang Dippel, Werner Koch und Matthias Sammler. Alle drei haben sich in ganz besonderer Weise für unser Land eingesetzt. Sie haben vorbildlich gewirkt und dafür sage ich Danke im Namen des Landes Hessen. Ich möchte auch heute zu dieser Stunde Ihnen, meine Herren, stellvertretend danken. Sie waren alle dabei. Sie haben sich teilweise in vorderster Reihe hohe Verdienste erwiesen, als im Jahre 2015 und 2016 insgesamt 120.000 Menschen nach Hessen gekommen sind. Das hätten wir ohne das Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger nie so hinbekommen, wie wir es in Hessen geschafft haben. Bei uns war niemand auch nur einen Tag obdachlos oder irgendwo auf dem Acker. Das verdanken wir auch vielen, vielen engagierten Mitarbeitern der hessischen Verwaltung. Und das verdanken wir nicht zuletzt auch den drei Staatssekretären. Ich wünsche Ihnen für Ihren weiteren Lebensweg alles Gute. Wir bleiben verbunden. Herzlichen Dank im Namen des Landes Hessen.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Aufgrund Artikel 101 Absatz 2 Satz 2 der Hessischen Verfassung zeige ich an, dass ich heute Herrn Tarek Al-Wazir zum Staatsminister und hessischen Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen ernannt habe. Herrn Axel Wintermeyer habe ich zum Staatsminister im Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten und Chef der Staatskanzlei ernannt. Frau Lucia Puttrich zur Staatsministerin im Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten und Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Bevollmächtigten des Landes Hessen beim Bund. Frau Prof. Dr. Christina Sinemus zur Staatsministerin im Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten und hessische Ministerin für digitale Strategie und Entwicklung. Herrn Peter Beuth zum Staatsminister und hessischen Minister des Innern und für Sport. Herrn Dr. Thomas Schäfer zum Staatsminister und hessischen Minister der Finanzen. Frau Eva Kühne-Hörmann zur Staatsministerin und hessischen Ministerin der Justiz. Herrn Prof. Dr. Ralf Alexander Lorz zum Staatsminister und hessischen Kultusminister. Frau Angela Dorn-Ranke zur Staatsministerin und hessischen Ministerin für Wissenschaft und Kunst. Frau Priska Hinz zur Staatsministerin und hessischen Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Herrn Kai Klose zum Staatsminister und hessischen Minister für Soziales und Integration. Das, Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind die Mitglieder des Kabinetts, die ich jetzt vor Ihnen zu vereidigen habe. Herr Minister Rosent, haben Sie herzlichen Dank für diese Mitteilung. Wir gratulieren den Damen und Herren Ministern und Ministerinnen Ihres Kabinetts und selbstverständlich wünschen wir uns auch mit Ihnen eine gute Zusammenarbeit und eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Ich darf, bevor wir in die Vereidigung eintreten, darf ich zu Tagesordnungspunkt 23 kommen. Das ist nämlich eine Tradition der Hessischen Verfassung, dass eine Beschlussfassung über die Vertrauenserklärung für die Landesregierung herbeigeführt wird, gemäß Artikel 101 Absatz 4 der Hessischen Verfassung, kann die Landesregierung nämlich erst dann ihre Geschäfte übernehmen, wenn ihr der Landtag durch einen besonderen Beschluss das Vertrauen ausgesprochen hat. Das ist ein Antrag, den die Fraktion der CDU und Bündnis 90 mit der Drucksache 20/27 gestellt haben. Und insoweit, meine sehr geehrten Damen und Herren, darf ich Sie fragen, wer diesem Antrag zustimmt. Den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und Bündnis 90, die Grünen. Wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen von SPD, Linkspartei, FDP und AfD. Die Mehrheit ist erreicht mit den Stimmen von CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Und insoweit hat eine Beschlussfassung, und zwar eine positive Beschlussfassung über die Vertrauenserklärung der Landesregierung stattgefunden. Der Antrag ist mit den Stimmen der Fraktionen, der genannten Fraktionen entsprechend angenommen worden. Jetzt kann die Landesregierung ihre Geschäfte aufnehmen. Ich wünsche namens des Hauses dafür alles Gute, viel Erfolg und eine glückliche Hand. Und es geht gleich weiter. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 24. Das ist die Vereidigung der Ministerinnen und Minister gemäß Artikel 111 der Hessischen Verfassung. Wir werden uns zukünftig das mit den Kameras verbessern müssen. Das ist natürlich eine Sichtbehinderung für die Fraktion der SPD und der anderen. Herr Ministerpräsident, ich gebe Ihnen die Gelegenheit, Ihr Kabinett zu vereidigen. Dazu bitte ich Sie alle, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegen Staatsministerinnen und Staatsminister, gemäß Artikel 111 der Verfassung des Landes Hessen ist vorgesehen, dass Sie vor dem Ministerpräsidenten in Gegenwart des Landtags den Amtseid leisten. Dies kann nach Artikel 48 der Verfassung des Landes Hessen in der weltlichen oder in der religiösen Form geschehen. Ich werde Ihre Vereidigung in der Weise vornehmen, dass ich Ihnen die Eidesformel vorlese und Sie dann bitte, einzeln die rechte Hand zu erheben und den Eid dadurch zu leisten, dass Sie die Worte „Ich schwöre es“ oder „Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe“ sprechen.
Die Eidesformel lautet: Ich schwöre, dass ich das mir übertragene Amt unparteiisch nach bestem Wissen und Können verwalten, sowie Verfassung und Gesetze in demokratischem Geiste befolgen und vereidigen werde und verteidigen werde, so Sie mögen, mit der religiösen Beteuerung. Ich darf Sie bitten, jetzt einzeln zu mir zu kommen und die rechte Hand zu heben. Ich bitte Herrn Staatsminister Al-Wazir. Herr Staatsminister, ich habe Ihnen die Eidesformel vorgelesen. An Ihnen ist es jetzt zu schwören. Ich schwöre es. Vielen herzlichen Dank. Herr Staatsminister Wintermeyer. Herr Ministerpräsident, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Vielen herzlichen Dank. Frau Staatsministerin Puttrich. Sie schwören? Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Herzlichen Dank. Frau Staatsministerin Prof. Dr. Sinemus. Herr Ministerpräsident, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Vielen Dank. Herr Staatsminister Beuth. Herr Ministerpräsident, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Danke schön. Herr Staatsminister Dr. Schäfer. Herr Ministerpräsident, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Herzlichen Dank. Frau Staatsministerin Kühne-Hörmann. Herr Ministerpräsident, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Danke schön. Herr Staatsminister Prof. Dr. Lorz. Herr Ministerpräsident, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Herzlichen Dank. Frau Staatsministerin Dorn-Ranke. Herr Ministerpräsident, ich schwöre es. Herzlichen Dank. Frau Staatsministerin Hinz. Herr Ministerpräsident, ich schwöre es. Danke schön. Herr Staatsminister Klose. Herr Ministerpräsident, ich schwöre es. Vielen herzlichen Dank, Herr Präsident. Damit ist die Vereidigung gemäß Artikel 111 der Verfassung erfolgt. Vielen Dank. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, damit ist die Vereidigung erfolgt. Ich danke Ihnen sehr herzlich dafür und will nicht verhehlen, dass ich mich freue, dass das Halbrund wieder komplettiert ist. Ich freue mich, dass Sie allesamt Ihre Plätze gefunden haben. Ich freue mich, dass wir muntere Debatten haben werden. Ich freue mich, dass wir diesen Tag auf diese Art und Weise miteinander verbringen konnten und viele erfolgreiche Dinge miteinander beschlossen haben und trotz einer umfangreichen Tagesordnung verhältnismäßig pünktlich fertig werden. 17.16 Uhr, das ist doch eine ordentliche Uhrzeit. Bevor ich die Sitzung schließe, will ich allerdings noch Hinweise geben. Im Anschluss an diese Sitzung, das heißt, ja, ich würde mal sagen, in ca. 15 Minuten, sagen wir 17.30 Uhr, findet die erste Sitzung des Ältestenrates in Raum 510W statt. Die Einladungen werden den Mitgliedern des Ältestenrates gerade auf die Plätze verteilt. Ich darf Ihnen zur Kenntnis geben, dass die für Mittwoch, den 23. Januar 2019 geplante zweite Plenarsitzung nicht stattfindet. Das heißt, dass wir uns in der nächsten regulären Plenarsitzungswoche vom 5. bis 7. Februar 2019 erst wiedersehen und wir bis dahin den Trennungsschmerz bis dahin zu überwinden haben. Ich möchte noch auf das Schreiben des Direktors beim Landtag vom 18. Januar 2019 hinweisen, das Sie bereits zu Beginn der Sitzung auf Ihren Plätzen vorgefunden haben. Ich bitte insbesondere um zeitnahe Beachtung. Die Sitzung ist geschlossen. Wir treffen uns wieder am Dienstag, den 5. Februar 2019 um 14 Uhr hier an gleicher Stelle, gleicher Ort. Alles Gute für Sie, einen wunderschönen Resttag noch.